Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück bei mir, dem Shining. Ja, heute sind wir in der Hüterfestung, ne? Ja, Festung der Hüter, okay. Ja, beim letzten Mal haben wir einen Boss besiegt und sind dann hier reingegangen. Und ich weiß nicht, was du für Monster bist, aber ich will dich haben. Oh, du bist kein Monster. Duba! Das waren die richtigen Worte. Okay, hier leben die gemeinsam. Wird übrigens interessant, dass das Kartenschema, also die Farbe, sich geändert hat. Ja, Champion-Monster sind selten. Das wissen wir schon. Wir wissen, unser Auftragsort ist unten. Nein. Erklär es mir mal. Ach so, es geht um die Kombos. Okay. Okay, hier wird mir was von Buffs erzählt. Oh, lecker. Ich darf doch, ne? Ich habe Fell erhalten. Fell plus 1. Ja. Ja, das Kombosystem, ich weiß, wie man es benutzt. Und du? Ja, die richtige Nahrung. Ich kann hier nicht zufälligerweise rausspringen. Ja, heute erkunden wir hauptsächlich diese Festung. Oh, da oben ist eine Kiste, die will ich. Ein Stab. Der ist hauptsächlich für Magie. Du kämpfst doch hauptsächlich nur mit Magie-Skills, oder? Nee, das sind physische. Auch physisch. Er hier kämpft mit Magie. Also der gute alte Pall. Ja, für dich ist der Stab dann gut. Der Morgenstern ist hier irgendwo besser. Du hast überhaupt keine magischen Fähigkeiten, deswegen kriegst du den Morgenstern. Du hast man hier auch keine. So. Das hier hat nur Mana-Regeneration noch dazu. Dann gucken wir jetzt mal hier rechts. Denk daran, immer genug Vorräte dabei zu haben. Du weißt nie, welche dunkle Zeiten vielleicht vor dir liegen. Wo sind denn jetzt diese Händler, von denen ich so viel gehört habe? Ah, hier sind sie. Hier kann ich handeln. Ich glaube, hier ist aber nicht unbedingt, abgesehen von denen, hier eine Verbesserung für mich. Also ich kann ja generell mal ein paar Sachen verkaufen. Ich habe so ein riesiges Inventar. Allein wie viele Stöcke ich habe. Kunai kann ich wahrscheinlich noch gebrauchen. Ich kaufe jetzt nicht eine Waffe. Ich werde erstmal gucken, was hier überhaupt alles gibt. Ein Skill Resetter, ein Gift gegen Debuffs. Und du verkaufst wahrscheinlich Futter. Ja, sagte ich doch. Ich gucke erst noch, ob es hier noch weitere Händler gibt. Der hat diesen Feuervogel genommen. Ja, ich habe meine ersten Monster. Ah, es gibt in letzter Zeit viele starke Champion-Monster. Ich habe die Vermutung, es gibt keine weiteren Läden. Ich habe die Vermutung. Ich sag's nicht voraus. Ah, ich kann den Eier geben, wenn ich sie nicht brauche. Ich kann auch ein Monster spenden, ja. Wir tun mal so, als hätte ich Dave nicht gehabt, okay? So, Ketzerker-Ei. Und die beiden Blob-Eier kann ich spenden.
Ja, wir haben das Stärkeziel von 50 erreicht und dafür kriegen wir was. Okay, hier kann ich unnötige Monster loswerden. Zum Protokoll, ich will jedes Vieh, wenn nur einmal haben. Okay, hier ist auch nochmal ein Händler. Ein Schmied. Er hat mir ein paar Materialien zum Loslegen gegeben. Ein paar ist gut. Okay. Ach so, ich kann hier meine Sachen verbessern. Ja. Die Kestos würde ich gerne verbessern. Den Lebensring auch. Die Büchse auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Ausdauer. Ich glaube, ich kann eh alles verbessern, was ich da habe. So, du brauchst auf jeden Fall Verbesserungen ohne Ende. Ausdauerring. Von meinem Hauptteam natürlich auch mal ein bisschen aufbessern. Und den Hexerhut kann ich noch verbessern. Das hat mich, glaube ich, gar nicht Geld gekostet. Nur diese Materialien. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, wo ich die verwerten kann. Das hier ist ein Archiv. Okay. Für mich uninteressant. Kann ich hier denn über verschiedene Monster was lesen? Hier ist der nächste Gang. Da kommen wir gleich zu. So. Das hinter mir ist der Turm der Hüter. Nur wahre Monsterhüter dürfen ihn betreten. Ah, okay. Dann kann ich gegen alte Champion-Monster antreten. Das ist wahrscheinlich die Ultra-Ebene. Die lasse ich erstmal in Ruhe. Die sind erst kürzlich hingezogen. Also sind die für uns momentan uninteressant. Ich glaube auch nicht, dass die für uns noch interessant werden. Hier ist ein Lager, das heißt, hier finde ich doch bestimmt eine Kiste. Erzähl mir kein Spiel. Ein Skill Resetter. Ein Umhang. Das war was für Hoden. Hier kommen wir zu den blauen Höhlen. Da sollen wir auch als nächstes hin. Wir erkunden jetzt aber erstmal hier noch rechts. Ich werde gucken, was es hier alles gibt. Okay. Da sind Gebiete, wo wir noch nicht hin dürfen. Wir brauchen erst so eine Hüternotiz. Da ist unsere Mutter. Oh, Shining, wie kommst du allein in der Wildnis zurecht? Du willst ein Hütermeister werden. Du weißt, dass dein Vater und ich beide nur Hüterranger geworden sind. Setz dich nicht zu sehr unter Druck. Oh, wie mache ich was vor? Ich weiß, dass es sinnlos ist, mit dir zu diskutieren, wenn du dir erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hast. Und deswegen sind wir so stolz auf dich. Aber vergiss niemals, dich um die Gesundheit deiner Monster zu kümmern. Oh, sie hat mir Trinken geschenkt. Und Papa? Hallo, meine Tochter. Wie laufen deine Bemühungen als Monsterhüterin? Du bist den höchsten Dank unseres Ordens reichen ein gutes Ziel. Dein Großvater ist Hüter-Dragoner geworden. Und das ist der zweithöchste Rang des Ordens. Also erwarten wir nicht weniger von dir. Haha, aber bring dich oder deine Monster niemals unnötig in Gefahr, hörst du? Nimm das hier auf deine Reisen mit. Ich habe eine Brosche erhalten. Naja, wenigstens haben sie mir beide was geschenkt, ne? Anscheinend einfach nur zu sagen, du Drecksblach, warum läufst du mit Monstern rum? Versklavst hier die armen Biester. Obwohl... Sie sind nirgendwo eingesperrt, im Gegensatz zu Pokémon. Hier kann ich gegen alte Champions nochmal antreten. Und ich schätze mal, wenn ich nach oben gehe, kann ich gegen andere Spieler antreten.
Das ist der Duellkreis. Hüter Noviz muss man haben. Hier muss man Hüter suchen sein. In der unendlichen Arena. Oh, hier ist auch nochmal so ein Teleportstein. Da komme ich nie hoch. Hier braucht man die Hüteranzieher. Warte mal. War ein Versuch wert. Wir brauchen den Weg nicht runterlaufen. So, jetzt wollen wir... Ach, warum laufe ich hier rum? So, wir haben jetzt 10 Minuten lang diese Festung erkundet. Ich habe noch ein bisschen Geld. Das würde ich gerne eben kurz noch verwerten. Mana-Ring. Wir kaufen die Mana-Ringe. Ich will die Ausrüstung. Ja, die Brosche. Die würde ich am liebsten unserem Hauptcharakter geben. Und dafür ein bisschen Gesundheit weg. So. Du kannst einen Mana-Ring haben. Du kriegst hundertprozentig einen Mana-Ring. Und bei dir der Umhang. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt gehen wir in die blauen Höhlen. Hallo Spektralhüter. Ich bin Will Haggett, Hüter des Spektralfrosches. Und du musst Shining sein. Hast du die Gerüchte gehört? Es heißt, es gäbe eine ungewöhnlich große Anzahl Champion-Monster in der Gegend. Mysteriös, nicht wahr? Wäre es nicht super, wenn wir eins zur Strecke bringen könnten? Das würde uns in der Festung einiges an Respekt einbringen. Vielleicht kann ich sogar den Grund für diesen Anstieg an Champion-Monstern herausfinden. Könnte ein widernatürliches Phänomen sein. Ich habe allerdings erst kürzlich meine ersten Monster ausgebrütet. Ich habe mich schon jahrelang über Monster und anderes schlau gemacht, aber ich habe immer noch ein paar Schwierigkeiten. Deswegen denke ich, sollten wir einander helfen. Die beiden anderen Spektralhüter sind uns gegenüber im Vorteil. Leonard ist etwas älter und hat deswegen schon Erfahrung gesammelt. Julia war noch sehr jung, als die Monsterhüterin wurde. Also hat sie ebenfalls mehr Erfahrung als wir. Die sind beide schon Hüterlanzierer und wir sind nur Hüterkandidaten. Das bedeutet, unser Rang ist um 3 Stufen niedriger als der ihre. Aber da es so viel mehr Champions gibt als sonst, können wir sie vielleicht einholen. Hier, dieses Monsterbuch könnte dir helfen. Keine Sorge, ich habe es von meinem Großvater bekommen und kann es entbehren. Ich habe ein Monsterbuch erhalten. Mein Großvater hat diese Bücher erstellt. Darin sind eine Menge leerer Seiten, aber diese Seiten werden sich füllen, wenn du neue Monster findest und sammelst. Das ist Leonard. Hey, was macht ihr hier drin? Es ist gefährlich in den blauen Höhen. Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, was vor sich geht? Ich, Leonard, aus der Narashima-Blutlinie, so, ich hab's hinbekommen, werde mich um diese Champion-Monster kümmern. Das ist keine Aufgabe für ein paar Neulinge. Wir werden ja sehen. Irgendetwas sagt mir, dass wir auf Will aufpassen sollten. Was Leonard angeht, ich hoffe, dass du ihn irgendwann im Rang überholen wirst. Würde seinem Ego ganz gut tun. Das Gefühl habe ich auch. Oh, da ist ein neues Monster. Da sind 2 neue Monster. Wasser und Feuer brauche ich. Erstmal den Ruhmzauber. Was habe ich da überhaupt für einen Buff bekommen? Zauberschild. Ich habe die 20%ige Chance, magischen Treffern auszuweichen. Standhalten noch drauf. Und dann Eishagel auf einen Tengu. Oh,
Oh nein, ein Schleimschuss. Oh, der Tengu hat eine richtig gute Feuerattacke. Erst einmal Schild. So, damit ist das schon mal geklärt. Du machst noch nicht besonders viel Schaden. Haben wir erstmal die Krallen. Einer down. So, jetzt hau aber auch rein. Mann, ist Maxi schwach. Explosion. Der ist richtig stark. Der Tengu. Grummi heißt das Vieh. Ja, erstmal ein Eishagel. Kann ich ihn schon umbringen? Ja, wenn ich einen Crit habe. Ist nicht passiert. Dann entzünden wir mal diesen Schleim. Er verbrennt. So. Eine Attacke würde ihn schon umbringen. Krallen erstmal auf das Vieh. Dann kann ich es entzünden. Und mit Eishagel kann ich dem Tengu den Rest geben. So, kriege ich ein Ei? Nein, leider nicht. Aber gut XP. Oder ist schon die erste Tür? Wir springen hier noch runter. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Abo und Like. Auf jeden Fall da lassen. Das würde mir auch sehr helfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.